sind in der echten Welt, und zwar New York City. Der eine ist in einem Theaterstück. Das ist der Don. Er möchte raus aus diesem Trott in die echte Welt, und er möchte wirklich ein Held sein. Ich begebe mich auf eine Reise zum Schloss in den Wolken. Das Schloss in den was? In den Wolken. Ich verlasse das Theater. Dann gibt es noch DJ Doggy Dog. Eine Figur, die geklaut wurde, um sie zu verkaufen. Und dann wurde festgestellt, nein, mit dieser Figur können wir nichts anfangen. Und diese beiden treffen sich dann im Central Park. Pfotenklatscher, Brudi. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Den Knopf auf meine Hand, drück ihn. Ich bin DJ Doggy Dog. Ich bin DJ Doggy. Digga, hör mal her. Meine Rhymes and Fresh Show, ich bin legendär. Das war unglaublich. Und so gehen sie zusammen auf eine Heldenreise. Und es ist sehr süß, sehr spannend, sehr lustig. Sie haben irgendwas von Puppenstehlen gesagt. Mama mia! Und wie sollen wir sie retten? Der Plan ist zu improvisieren. Das ist kein Plan. Vorwärts! DJ Doggy Dog ist ein Hund zum Gernhaben. Okay, DJ. Flip jetzt nicht aus. Also im Grunde ist er eigentlich wie ich. Man möchte durchgehend, möchte man ihn knuddeln. Das ist bei mir auch so. Jeder, der mich sieht, möchte mich knuddeln. Dann ist er ein unfassbar guter Rapper. Ich bin DJ Doggy, droppe coole Lines. Du willst ein Rap-Battle? Der Sieg ist mein. Brauche ich nicht weiter ausführen, ne? Er ist sehr witzig. Gut, das muss man abziehen. Aber ansonsten ist er wirklich wie ich. Yeah! Oh, ich schwöre, wenn ich nass werde, dann wirst du das bereuen. Nee, der war jetzt nix. Wie fandet ihr das? Auch schlecht? Gut, dann machen wir es nochmal. Also es war so ein Mix aus mir selber, dass man so sprechen kann, wie meine Stimme ist, aber auch ein bisschen süßer. Ich weiß auch nicht, es war ein Hänger. Es gibt auch nichts Schöneres, als ins Kino zu gehen und sich diesen Film reinzuziehen. Der Kerl hat echt nicht mehr alle Nadel an der Tanne. Guckt euch den Film an.